Zwischen Bergen und Meer. Über Ländergrenzen hinweg. Im Rhythmus der Trance-Festivals. Ein Liebesdreieck. Eine Reise, die ihr Leben verändern wird. What we are trying, you know, in these discussions and talks here, is to see if we cannot radically bring about a transformation of the mind. Not accept things as they are, but to understand it, to go into it, to examine it, give your heart and your mind with everything that you have to find out, a way of living differently. Ich glaube, jeder Mensch sucht die Erlösung, also das, die Freiheit irgendwie, rauszukommen aus sich selber und seine Ziele zu verwirklichen. Ja, ich glaube, Arbeiten ist wichtig, aber bis jetzt hatte ich immer das, oder habe ich das Gefühl, dass die Leute nur vor sich hin arbeiten. Man geht einfach positiv da raus und es wird also, diese ganzen Probleme, dieser Alltagskram wird so ein bisschen klein einfach und man kriegt wieder so ein Panorama-Denken für das große Ganze und ist nicht mehr so engstirnig, ja, genau. Alles beginnt mit einem Lächeln, sage ich immer wieder. Man unterstützt die Menschen eigentlich nur dadurch, indem man nur lächelt. Die Zusammengehörigkeit mit dieser Szene, diese tiefe, enge, familiäre, ja, Verbündnis zueinander, was auf diesen Partys geschieht, das ist einzigartig und ich denke, es sollten mehr Menschen kennenlernen. I'm Tom Rom and we did the first book about the Goa Trance Movement and we're really looking forward for the new movie, You Were Everything. Hallo, ich bin Lena. Ich bin Matthias. Und wir sind Ost-West-Film. Diese Kultur verbindet die Menschen auf eine friedliche Art und Weise und ich denke, es soll darüber auch im Film erzählt werden. Für mich ist You Are Everything vor allem ein Film über das Suchen und Finden der inneren Freiheit und davon kann jeder ein Stück gebrauchen. There's no leader, there's no guru, there's no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform.